Buongiorno, Señores. Willkommen mit Seven auf Sardinien. Ja, wir sind gerade in Orosei. Unsere Finca ist nicht weit weg. In dem Video soll es ein bisschen so um die Einleitung gehen. Was ist passiert? Ja, wir sind mehr oder weniger vor 36 Stunden bei mir weggefahren mit drei Motorrädern auf dem Anhänger und sind dann knapp, was sind wir gefahren, 11 Stunden mit Bäuschen komplett stressfrei bis Livorno dann in die zum Hafen. Dort haben wir dann schon das erste Bierchen getrunken um 6 Uhr in der Früh. Ist was ganz was Leckeres. Aus diesen einen Bierchen wurden dann, naja, ein paar Bierchen und sind dann in die Fähre aufgefahren. Haben dann noch das Ablegen erlebt und sind dann nach einem herrlichen kleinen eisgekühlten Ischnusa sind wir dann schlafen gegangen. Und dann, sehr strange, haben sie uns voll früh, ich glaube um 5:30 oder so, aus die Zimmer rauskatapultiert. Unsere Theorie ist, weil eben so lange, also wir sehr weit oben waren, wir waren auf Deck 9, glaube ich. Na, Deck 8 waren wir. Ja, und dann durften wir 1,5 Stunden halt draußen sitzen. Gemütlich, haben dann das Anlegen erlebt, haben uns keinen Stress gemacht, sind dann zum Auto. Dann schnell noch zum Lidl, direkt in Olbia, der hat bis 9:30 offen, da haben wir noch ein bisschen was einkauft, dass wir was zum Essen haben, zum Trinken. Ein bisschen was haben wir mitgenommen im Auto. Und ja, dann ist es eigentlich, dann haben wir noch getratscht. Und dann ist also die Welt über uns zusammengebrochen, kann man fast sagen. Also Wahnsinn, ich werde auch hier das Video reinposten. Und also irre, also ich bin jetzt das fünfte Mal in Sardinien und ich habe noch nie erlebt, Punkt 1 Regen und Punkt 2, also das war ein fast schon Orkan, ja. Also da hat es runtergeballert, wir haben Gott sei Dank eine super Terrasse, wir sind draußen gesessen, haben uns das Schauspiel gegeben und haben das eigentlich genossen, ja, also haben dann noch ein eisgekühltes Bier getrunken. Und haben, ja, und ich habe dann lecker Mozzarella gegessen, so ein bisschen Antipasti ganz einfach. Und wir haben, sind dann schlafen gegangen. Ja, heute in der Früh gut aufgewacht. Wir haben dann gestern zwar die Motorräder entlastet, aber nicht mehr abgeladen. Wir waren einfach fix und fertig. Und heute in der Früh dann entladen, alles rauf, alles rüber, alles rein, alles runter. Jeder hat gecheckt, ob alles passt. Und ja, willkommen auf der SS 125. Ich würde fast sagen, das ist so ziemlich die bekannteste Straße, die es so gibt. Und für uns geht es jetzt rauf Richtung Passo, Selana. Und von dort dann runter Richtung Brunei. Und dann nach hinten zu diesen Naturgebieten, Strecke knapp 200. Bisschen was Kilometer und ja, dann nehme ich euch natürlich mit. Ich habe vor, jeden Tag immer so ein kleines Berichtvideo zu machen und dann halt eben die Fahrt. Ich werde dann, ich weiß noch nicht ganz, wie ich es dann hinbekomme wegen einem Schneiden, aber der Fakt wird sein, ich möchte es natürlich so transparent wie möglich machen. Ja, in diesem Sinne kann ich nur sagen,
das war mal die Einleitung für Sardinien. Ich bin schon gespannt, ob ich ein Main-Video zusammenbekomme. So ein Art, das war Sardinien, das muss ich mir noch anschauen. Auf jeden Fall, es fühlt sich gut an. Asphalt ist ein Träumchen. Ja, also ich weiß ja nicht, ob man das auf der GoPro so gut sieht, aber man merkt instant, wie gut der Griff ist. Ja, übrigens, falls ihr es nicht gewusst habt, Sardinien ist ja dafür bekannt, für sein Granit und Marmor. Und das jetzt, wo wir gerade da so vorbeigefahren sind, das ist eben so einer der größten Abbau- und Verarbeitungszentren dafür. Also jetzt sieht man es auch ganz cool da geradeaus. Ja, dann schnacke ich nicht weiter hier. Also ihr seht, die Straßen machen Spaß. Da ist das Meer, meine Damen und Herren. Das ist natürlich immer super nice. Ja, das war's von mir. Alles Liebe, euer Seven.